Hallihallo! Heute gibt es mal ein etwas anderes Video von uns, denn heute wollen wir ein kleines Zwischenfazit ziehen und ein bisschen darüber berichten, wie wir so reisen und wie es uns dabei ergangen ist. Genau, denn ihr seht ja immer nur recht kurze Ausschnitte von dem, was wir so machen. Und heute zeigen wir mal so ein bisschen, wie wir so planen und wie wir überhaupt an die Orte kommen, die wir euch so zeigen. Los geht's! Hier ist übrigens alles voller Mücken, aber richtig übel. Also nicht wundern, wenn wir hier die ganze Zeit wild mit den Armen wedeln und wild zucken. Uns geht's gut im Rahmen der Möglichkeiten. Dann starte ich doch einfach mal mit dem Wetter. Es ist wirklich sehr warm hier. Also tagsüber haben wir so 22 bis 25 Grad. Nachts haben wir zwischen 8 und 11 Grad, würde ich behaupten. Also total angenehm, auch fürs Zelt. Was ich mega toll finde, ist, dass die Sonne so lange da ist. Also die geht vielleicht so gegen 23 Uhr unter und geht dann schon wieder um 3 Uhr morgens auf, so roundabout. Und ich finde es richtig, richtig toll. Ich kann halt auch tagsüber schlafen. Bei Sebastian ist das ein bisschen anders. In den Videos hat man es ja ab und zu gesehen, dass ich immer sehr früh wach bin. Also wirklich teilweise um 4 oder so oder 4:30. Das ist sonst nicht so meine Zeit. Aber ja, wenn es dann so hell ist, dann ist bei mir vorbei mit Schlafen. Ich finde es auch cool, aber es wirkt sich nicht so gut auf meinen Schlaf aus und ich bin dann abends so richtig fies platt teilweise. Ich nicht. So, ein paar Mal kam schon die Frage, wie denn das mit dem E-Auto so läuft. Wir wussten sowieso, dass Skandinavien recht weit ausgebaut ist, was Elektromobilität angeht. Wir hatten uns dann vorher auch ein bisschen schlau gemacht, dass es unseren bevorzugten Ladestromanbieter hier auch in großer Zahl gibt. Und das ist auch so. Blenden wir euch auch gleich mal ein bisschen ein, wie hier die Verteilung so ist. Also gerade im Süden und im, naja, so in der Mitte von Schweden ist es überhaupt kein Problem, selbst wenn man sich nur auf diesen einen Anbieter beschränkt. Na, also da sind wirklich alle 100, 150 Kilometer hat man da diese super Schnellladesäulen, wo wir dann auch wirklich nach, naja, entspannten 20 Minuten oder so wieder weiterfahren können. Wenn es dann noch weiter nördlich geht, wird es dann ein bisschen interessanter. Da ist dann unser Lieblingsanbieter nicht mehr so stark vertreten. Aber wir haben bisher schon den Eindruck, dass auch in kleineren Ortschaften überall verschiedenste Schnellladesäulen stehen. An den Airbnb-Unterkünften gibt es Lademöglichkeiten, also Wallboxen, wie halt in Privathaushalten bei uns auch. Und hier fahren halt auch wirklich wahnsinnig viele Elektroautos rum und das heißt, die ganze Infrastruktur ist auch wirklich gut drauf ausgelegt. Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass wir das ein oder andere Mal schon anstehen mussten an der Ladestation. Aber auch das ist total in Ordnung, dauert jetzt auch nicht zu lang und es geht echt zivilisiert dort ab. Also alle nach der Reihe, so wie sie ankommen. Und für uns zumindest ist das total okay, da auch mal ein bisschen länger zu warten. Ja, zum Thema Zelten und Unterkunft können wir sagen, dass wir eigentlich immer nur in eine grobe Richtung fahren und dann gucken, wo es dort in der Shelter-App einen schönen Platz gibt. Eigentlich brauchen wir gar kein Shelter. Wir stellen eigentlich immer das Zelt auf, aber trotzdem sind das immer gute Plätze, die extra dafür da sind, dass man da hin kann. Da gibt es dann zum Beispiel schon Sitzmöglichkeiten. Da gibt es eine Feuerstelle, in der man auch bedenkenlos Feuer machen kann. Und häufig sind die auch an einfach schönen Spots, an Seen, direkt am Meer oder so. Oder halt irgendwo im Wald, wo es schön ist. Zum Vergleich zu unserer Schwedenreise 2019. Da sind wir hingeflogen und waren dann nur mit dem Rucksack unterwegs. Sind ab und zu mal Bus und Bahn gefahren, aber hauptsächlich natürlich zu Fuß gewesen. Das war natürlich ein bisschen eingeschränkter. Wir hatten einen kleineren Radius, in dem wir uns bewegen konnten. Und auch für kleine Erledigungen war es natürlich etwas schwieriger, immer mit dem ganzen Gepäck unterwegs zu sein, um mal kurz was einzukaufen. Und das ist jetzt mit dem Auto natürlich viel komfortabler. Man kann immer mal kurz irgendwo hin. Natürlich auch viel mehr Sachen dabei, wie man am Anfang vermutlich gesehen hat. Insgesamt ist es einfach richtig schön bisher. Auf jeden Fall. So, dann jetzt noch vielleicht ein bisschen was zum Thema Videos machen. Das ist ja ganz neu für uns, haben wir vorher noch nie gemacht. Und auch wirklich wenig Berührungspunkte damit gehabt bisher. Und ich glaube, wir haben es auch ein bisschen unterschätzt, wie aufwendig es ist. Wir haben es in der Bildschirmstatistik gesehen, dass gut und gerne 3 Stunden am Tag für Videoschnitt draufgehen. Und das noch nicht dabei, dass wir halt auch die Videos erstmal aufnehmen. Es macht trotzdem total Spaß.
Aber aufwendig ist es. Wir schneiden das alles übrigens direkt am Handy. Also wir haben hier keinen Laptop mit oder so. Bisher nutzen wir ausschließlich das Smartphone, um die Videos zu schneiden. Und das geht eigentlich überraschend gut für den sehr simplen Ansatz, den wir bisher verfolgen. Also mir macht es auch richtig viel Spaß, die Videos zu machen. Wir versuchen es halt wirklich gar nicht auf Krampf, sondern filmen einfach das, was wir gerade irgendwie schön finden. Und so wie jetzt bei 6 Millionen Mücken draußen, ja, zu sitzen und Video das, zu machen. Das finden wir richtig schön. Wir können es uns auf jeden Fall vorstellen, das auch weiterhin zu machen, vielleicht in unseren Urlauben oder auch mal so im Alltag, wenn wir Abenteuer erleben, einfach mal ein Video drehen und hochladen. Aber wir freuen uns natürlich mega über Rückmeldungen von unserer Community. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Gebt uns einen Daumen nach oben. Schreibt uns was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und aktiviert die Glocke. Ja, aber im Ernst, also wir machen es hauptsächlich für uns, aber wir freuen uns wirklich über jeden, der irgendwie schreibt, dass das coole Videos sind und so. Freuen wir uns total. Dann macht es noch mehr Spaß. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und morgen sehen wir uns wieder. Na fein. Ja, cool. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das überhaupt gut ist.